Hallo, hallöle bei Let's Play Call of Duty 2. Ja, das letzte Mal haben wir Tripolis eingenommen und sind dabei so richtig gefällt. Nee, das war nicht Tripolis, das war irgendeine andere Stadt mit T. Aber mal vorsetzen. Ja. Tunesien, sonnig. Leicht bin ich 26 Grad. Wir sind auf dem Weg nach Tunis. Captain Fry sagt, dass die Amerikaner sich von Westen her nähern und dass der Krieg in Nordafrika in Tunesien enden wird. So oder so. Das Afrika-Korps wird jetzt von zwei Seiten in die Enge getrieben und es gibt keinen Ort mehr, wo sie sich hin zurückziehen können. Doch jetzt, wo sie nichts mehr zu verlieren haben, werden sie bis zuletzt kämpfen und uns das Leben schwer machen. Ja. Angriff auf Matmata. Sind Sie schon da? Nein. Fahren Sie nicht weiter und achten Sie auf Deutsche. Schön. Hey, das ist McGregor. Geil. Mann am Boden! Nah bei mir bleiben! Bin direkt dahinter! Meine hinterhältige Infanterie! Sonst heißt auf der Straße! Ah! Halten Augen auf der Straße und selber macht er einen Unfall. Super! Bei mir bleiben! Okay. Mein Hinterhalt! Panzer treibt schon! Ah! Heck! Was? Wie soll man das überleben? Bei mir bleiben! Okay. Mein Hinterhalt! Panzerfeuer auf den Dach! Versteckt mich jetzt hier. So mehr zu tun. Ich gehe lieber noch wieder vorwärts. Ah! Super. Weg, 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 weg. Super. Bei mir bleiben. Okay. Durch das Tor hier also. Egal, wo man hier steht, man ist einfach nur tot. Okay, machen wir es anders. Und beten, so lange zu überleben. Was nicht gegeben ist. Okay, machen wir es anders. Dann hatten wir eine ganz gute Überlebenschance, bis auf die Granaten. Oh Gott. Schade, fast. Bei mir bleiben! Okay, ein Hinterhalt! So. Deutsche Truppe ist auf dem Feuer erwidert! Feuer zurück! Ist ein Idiot, ey. Das ist doch scheiße! Bei mir bleiben! Okay, ein Hinterhalt! Dieses Spiel schafft es nicht. Mach den beschissenen Rauch. Die tötet mich, wenn ich. Oder? Ist das Tor langsam? Komm schon, Junge. Der Rauch verschwindet gleich. Ach, komm schon. Komm. Junge! Macht sie nieder! Super. Sehr schön. Bei mir bleiben! Okay. Ein Hinterhalt! Deutsche Holzaufgabe! So. Ja.
bin ja nur durch Okay. Ich halte den Rücken frei. Ja, komm. Jetzt mach das Tor auf. Nein, 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 nein. Puh. Puh. Halleluja. Haben Sie verstanden? Ich wiederhole. Fordere Panzer und Infanterieunterstützung an, um die Stadt zu sichern. Hände. Satan, sucht euch irgendwo Schutz. Ja, super. Und wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Haben Sie verstanden? Ende. Vorrücken. Hoffen, dass die Granate nicht trifft. Geht doch. Ja. Wie sollen wir Route sichern? Wie denn? Wir sind zu viert. Deckung, Deckung, suchen! Die schmeckt dir. Dog 6, King 2. Ich wiederhole. Vordere Panzer und Infanterieunterstützung an, um die Stadt zu sichern. Ende. Dog 6. Kommen, Dog 6. Ja, super. Wie soll man das schaffen, hm? Ah, ich weiß wie. Ach ja, Rauchgranaten sind doch was Schönes. Seid mir scheißegal. Ja, wenn ich ja... Oh. Ich bleibe an so einer Scheiß-Textur hängen. Ja, leicht gereizt bin ich jetzt mittlerweile. So. Was hat mich denn da jetzt getroffen? Haben Sie verstanden? Ende. So, ich bleib jetzt hier. Deckung. Nee, bei Sandsäcken, die dürfen von der Nase nicht betroffen sein. Natürlich. Super. Ist er jetzt endlich Unterstützung oder was? Ja, geil. Drei Mann. Zwei. Noch einer weniger. Eine MG2
Gott. Wie gespeichert, sehr schön. Hat man es jetzt? Alter. Kriegt hier echt von allen Seiten was ab, oder? Super. Okay, das war jetzt meine eigene Schuld. Das sehe ich ja noch ein, aber das andere nicht. Geiler Spawnpunkt. Kann man nicht anders sagen. Ja. Idiot. So, da kann ich vom Glück reden, dass ich das hier gerade überlebt habe. Hier war das MG, was uns runtergehalten hat. Wenn das doch war. Zack. 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 Und da fliegen natürlich alle wieder zurück. Wenn man keine Möglichkeit hat, ihn irgendeiner Form in der Hand zu halten. Britische Truppen in ungedeckten Positionen. In Deckung gehen! In Deckung gehen! Los! Neben dieser flachen Mauer da drüben. Zu unserer Linken. Ja. Panzersperren, interessant. Kugeln aus dem Nichts. Scheißbalkons. Was? Okay, da habe ich gepennt. Wahrscheinlich wieder von da ganz hinten, stimmt's? Ja, mit dem geilsten Spawnpunkt der Welt. Wir sollten mehr Spawnpunkte einbauen. Ist doch scheiße. Ja. Ja, klar. Ihr kriegt 10 Milliarden Kugeln ab, aber steht noch. Ihr seid scheiße, ihr seid scheiße. Ja, immer schön festnageln. Natürlich wussten sie instinktiv, wo ich bin. Fail. Auf unserer linken Flanke. So, ich denke, das sollte. Meine Teamkollegen sind für den Arsch. Das ist locker. Stellt euch mal vor, Call of Duty ohne beschissene Teamkollegen, sondern mit Schlauen. Wie einfach wäre das. Wie einfach das wäre. Das könnte man als Ausrede benutzen, warum die KI, warum die Entwickler die KI so versaut haben. Das Spiel wäre sonst so einfach. Ich höre da gerade einen Panzer. Das war zum Fußglück, Fußglück-Kettenfahrzeug.
Deckung und rüberrennen. Natürlich. Da wenigstens das Spiel gespeichert. Nein, natürlich nicht. Es ist zum Kotzen. Jetzt kann ich hier auch spammen, weil ich die Waffe ja eh gleich austausche. Sende ich die MP für... Ich werde das Teil. Leichtes Maschinengewehr, LM liegen. Halleluja. Ja! Ja! Meine Teamkollegen stehen dabei und machen nichts. Oh, dieser Spawnpunkt. Ich habe auch keine Option beim letzten Checkpoint laden. Das heißt, wenn einmal ein Safe verkackt ist, muss man die Mission neu machen. Das ist doch unglaublich scheiße. Ihr könnt mich echt. Ich habe gerade so einen Hass auf das Spiel. Plus in Wegner. Fick dich, Infinity Ward. Hey, irgendwann darf jeder mal ausziehen. Mich. Im Ernst, gab es in Call of Duty jemals ein gutes Spawn-System? Call of Duty 4, Multiplayer, scheiß Spawn-System, COD 6, scheiß Spawn-System, COD 5, scheiß Spawn-System, Black Ops, scheiß Spawn-System. Gab es das jemals? Natürlich. Geh weg. Arsch mit Ohren. Ja, jetzt auch noch das MG, was mich vorher von dieser Position nie getroffen hat, trifft mich natürlich auf Anhieb jetzt. Die Granate wird mich töten. Oh wow, doch nicht. Teamkollegen gammeln da immer noch um und ihm keine Kugel ab. Und das Scheißding liegt immer noch. Geht doch. Wollte schon sagen, auf was schießt du? Wow. Die Gegend hier ein bisschen anzugucken bringt mal was. Hey, Rauchgranaten. So. Wow, neuer Spawnpunkt und der ist sogar gut. Halbwegs.
tun wir doch halbwegs. Gut so. Ach ja. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Sehr schön. Der Panzer ist aus dem Nichts gespawnt, aber was soll's. Jack the Ripper. Genialer Name. Jetzt räum da auf, du Sau. Den zerlegst du. Okay. Ja. Ja. Kommt er? Na? Unsere Verstärkungen sind eingetroffen! Eine Granate! Lauf! Dann lassen wir ihn mal vorgehen. Indem er unsere eigenen Leute erstmal überfährt. Das nenne ich geniale KI im Ernst. Gott. Natürlich. Das ist ein Panzer, aber konzentriert euch schön auf mich. Das ergibt Sinn. Scheiß auf Panzer. Da ist ein einzelner Kerl. So, war jetzt zu faul, die Zielvorrichtung zu nutzen. Hi. Au. Immer. Zack. So, um das zu aktivieren. Call of Duty 1 war die Bren. Super wäre es genau, wenn man lag. Also dieses leichte Maschinengewehr. Also das war echt... Da brauchte man die Zielvorrichtung gar nicht mehr zu benutzen. So, lassen wir ihn mal vorgehen. Blöd, das Teil zu zerstören. Meine Fresse. Die Granate trifft mich wahrscheinlich. Oh wow. Könnt ihr jetzt mal euch... Ich hab grad ein verdammtes Verlangen. Da. Ja, natürlich. Das ist nicht mal die schwerste Mission, das wird ja noch heftiger später. Oh Gott, ist das zum Kotzen, ey. So. Natürlich hat er nicht getroffen. Verzieh dich. Du weißt jetzt wahrscheinlich wieder unseren einen Penner. Stimmt.
Ja, was soll's. Warum ich das gemacht habe, damit ich da rüber komme. Hey. Weil sonst wurde man hier immer gleich erschossen. So. Zensierung. Wow, wir sind mal einen Tick weiter. Puh, das hat uns fast zerlegt. Ja, ich bin in Deckung. Was ist mit euch? Kerle hier besoffen oder wie läuft das gerade? Ja. Und lass mich raten, wieder da hinten. Oh, wow. Komm hoch. Ausnahmsweise sind sie mit ihrer Aha-Might mal so. Ich find's mal genial, wie unsere Teammates darin fehlen, die Umgebung zu sichern. Was hat man den Scheiß sonst? So. Du siehst die Radieschen ganz eindeutig noch vor dem Kriegsende von uns. So. Natürlich. Ich finde es immer so genial, wie sie den Schuss voll in die Brust kriegen, aber trotzdem noch stehen. Weil wenn die Gegner schon so pervers, wenn man schon so pervers wenig aushält und alles, dann sollte auch, sollten die Gegner auch früher sterben, weil sonst ist das scheiße. Ich meine, man selber hält nur 2-3 Schüsse aus. Riener Barms in die Brust, zack, noch eine in die Brust, noch eine in die Brust, noch eine in die Brust, geht nach oben. Das ist doch Kacke. Das regt ihr. Mal abgesehen von ihrem Granaten-Spam, ne? Selber bringen die eigenen Granaten kaum was. Wow. Kann ich mal vorsorgen. Da hinten schießt ein Flak auf deutsche Flieger. Ist das nicht eigentlich... Und dann noch sonst nichts. Ist das nicht eigentlich hier... von den Deutschen erobert? Nehmen sie die... Okay, geht klar. Ist man eigentlich Gefahrenzulage? Ist mir doch klar, dass die mich trifft.
Super. Ihr seid so unnütz wie so ein Stück Toast, wisst ihr das? Das muss jetzt sein. Ja, man kriegt Aggressionen auf seine Teammates, wenn man dieses Spiel auf Veteranen lange spielt. Weil die echt so dumm wie Brot sind und überhaupt nichts machen. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie so dumme Teammates irgendwo gesehen. Noch nie, noch nie. Selbst die KI in Gothic 1 ist besser als hier. Idioten. So. Ich meine, man selber rennt hier vor und die KI bleibt da hinten. Ach stimmt, der Westen ist ja da. Ich habe da so einen kleinen Kompass. Und wieder von vorne. Kabumm. Ja, Teamkollegen. Wozu habe ich euch überhaupt? Die bleibt da stehen und macht gar nichts. Idioten. Ich will gar nicht wissen, wie lange diese Folge wird. Bong, bong, bong. So. Sag mir nicht, ich muss gleich das Luftabwehrgeschütz betätigen. Oh Gott. Echt genial, der starke deutsche Arm oder was? Oh Gott. Ich werde mich gerade an der Nase kratze. Scheißschnupfen. Guckt euch das an! Deutsche Osten! Man sollte einen Preis entführen. Das Spiel mit der schlechtesten Team-KI. Eindeutig. Dieses Spiel. Eindeutig. Und jetzt auch noch eine Unter... Kleiner Moment. Oh Mann, ich hasse Unterbrechungen. Und natürlich jetzt Flugabwehr. Komm. Ja, dazu müsste ich gedeckt werden von euch, ihr Penner. Dran. Bist du? Bitte sehr. Bitte sehr. Nein! Verdammt. Da war doch gerade Ziel erfüllt. Von euch Spacken wieder nicht gedeckt werde, dann gibt's aber reichlich Ärger hier. Ja. Ah, ja, super.
angeschossen, weil meine Teamkollegen nichts drauf haben. Doch, meine Güte. Oh. Danke fürs Zuschauen, mein Let's Play. Call of Duty 2 mit dieser grauenhaften Scheißmission. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.